zu einfach Thermomix. Langweilige Standardwaffeln kann jeder, oder? Finden wir auch. Deswegen gibt es bei uns heute richtig leckere Waffeln, und zwar Marzipanwaffeln mit Cassisbirnen. Als allererstes fangen wir mit unserem Waffelteig an und dazu trennen wir 3 Eier. Bevor wir unsere 3 Eiweiß jetzt in den Mixtopf geben, setzen wir erstmal den Rühraufsatz ein. Und geben jetzt eine Prise Salz sowie 25 Gramm Zucker hinzu. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und wir schlagen alles 2 Minuten auf Stufe 3,5 steif. Wollen wir mal schauen, ob unser Eiweiß auch schön steif geschlagen ist? Auf den ersten Blick sieht es gut aus, aber so richtig weiß man es ja immer erst dann. Glück gehabt. Unseren Eischnee füllen wir jetzt einmal um und stellen ihn kalt, und dann machen wir mit dem Rezept weiter. Nun geht es mit dem Teig weiter. Da brauchen wir als erstes 125 Gramm Butter, weich, am besten in Stücken. Hinzu kommen jetzt unsere 3 Eigelb von eben sowie 100 Gramm Marzipan-Rohmasse in kleinen Stücken. Wisst ihr eigentlich, was in Marzipan drin ist? Tatsächlich ist es nichts anderes als Mandeln, Zucker und Rosenwasser. Und was die Qualität angeht, ist Marzipan mit besonders wenig Zucker oder gar keinem Zucker eigentlich das beste Marzipan. Das nennt man dann auch 100% Marzipan oder 100:0. Nun kommen noch 50 Gramm Zucker hinzu und dann wird alles cremig gerührt. Und zwar 20 Sekunden auf Stufe 4,5. Und wenn alles cremig gerührt ist, dann kommen noch 200 Gramm Milch hinzu. 2 Tropfen Bittermandelaroma. Bei der Bittermandel selbst ist es ja so, dass die für uns ungenießbar ist, da die im Magen Blausäure produziert und das für uns nicht so gesund ist. Beim Bittermandelaroma braucht man sich da zum Glück keine Sorgen machen und es schmeckt ebenso richtig. 250 Gramm Mehl und 1/2 Teelöffel Backpulver. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und wir mischen alles unter, und zwar 10 Sekunden auf Stufe 5. Unseren Teig geben wir jetzt in eine große Schüssel. Da geben wir 30 Gramm Mandelblättchen sowie unseren Eischnee hinzu, heben den vorsichtig drunter und dann machen wir mit unseren Cassisbirnen weiter. Und während die kochen, backen wir unsere Waffeln aus. Den Teig mit dem untergehobenen Eischnee und den Mandelstückchen, den stellen wir natürlich jetzt schnell kalt. Für unsere Cassisbirnen brauchen wir als erstes 70 Gramm Zucker. Dazu kommen 400 Gramm trockener Rotwein oder, wenn Kinder mit dabei sind, geht natürlich auch super Traubensaft. Sowie eine Zimtstange und 2 Nelken. Jetzt wird der Gareinsatz eingehangen und da kommen Birnen rein, und zwar ungefähr 3 bis 4, also 750 Gramm. Die müsst ihr bitte schälen, entkernen und dann in dünne Spalten schneiden. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und wir erhitzen alles, und zwar 15 Minuten auf Aromastufe 1. Und währenddessen machen wir unsere Waffeln. Jetzt holen wir den Gareinsatz mit Hilfe des Spatels heraus und stellen dann danach ein Schüsselchen auf den Thermomix-Deckel, allerdings ohne den Messbecher. Jetzt kommen 10 Gramm Speisestärke in das Schüsselchen, die sorgt für die nötige Sämigkeit und bindet gleichzeitig das Wasser ab. Zur Speisestärke wiegen wir jetzt noch 25 Gramm Wasser ein, dann nehmen wir das Schüsselchen herunter und verrühren alles gut. Unser Stärke-Wasser-Gemisch kommt jetzt ebenfalls in den Mixtopf und dann wird alles aufgekocht, und zwar 2 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1 im Linkslauf. Deckel wieder draufsetzen, allerdings ohne Messbecher. Zu guter Letzt kommen jetzt noch 40 Gramm schwarzer Johannisbeerlikör hinzu und dann wird alles untergemischt. Und zwar 5 Sekunden auf Stufe 2 im Linkslauf und den Messbecher nicht vergessen, der kommt wieder oben drauf. Deckel ab, Gareinsatz wieder rein und jetzt wird unsere Rotweinmischung ohne die Gewürze über die Birnen gegeben. Mit Zimt und Nelken haben wir ja schon sehr weihnachtliche Gewürze. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr hinzugibt, habt ihr ein perfektes Weihnachtsdessert. Die Cassisbirnen halten sich im Kühlschrank übrigens auf jeden Fall ein paar Tage und sie schmecken auch hervorragend zum Milchreis. Falls ihr allerdings jetzt total den Jipp auf Waffeln habt, haben wir hier noch ein super Rezept für euch, und zwar Prosecco-Waffeln. Guckt doch da mal rein. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns auch auf jeden Fall nächste Woche wieder.